Du möchtest dich selbstständig machen, hast eine tolle Geschäftsidee und glaubst, es fehlt an Geld oder anderen Dingen? Nun, dann bist du heute hier richtig zum Thema, was ist noch viel wichtiger als Geld? Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung. Und jedes Jahr durchlaufen bei uns viele Unternehmer und Gründer unsere Beratung. Und viele denken, das Wichtigste, was sie brauchen, der Engpass, der sie abhält, ihre Idee umzusetzen, ist Geld. Und ich werde dir heute zeigen, was noch viel wichtiger ist als Geld. Denn Geld ist tatsächlich erst die siebte Stelle. Ich lade dich jetzt ein auf eine kleine Reise, die viel wichtigeren Ressourcen als Geld für dein Unternehmen A kennenzulernen und B auch gleich zu bewerten. Du kannst also gerne mitschreiben und auf einer Skala von 1 ganz wenig vorhanden und 10 ausreichend vorhanden dich selbst einschätzen. Beim sechsten Punkt, da geht es um das Thema der Fähigkeiten. Du solltest nicht nur als Konditor eine Ausbildung haben, als Bäcker oder Konditor. Nein, du solltest auch ein bisschen wissen über Preiskalkulation, Kostenleistungsrechnung, vielleicht ein bisschen Steuern, Marketing, Personalführung, Selbstorganisation und Selbstmanagement. All das sind Kompetenzen, die du brauchst, um dein Schiff, deine Unternehmung zu gründen, zu starten und erfolgreich in den Zielhafen zu führen. Hier ist es empfehlenswert, dass du dir Seminare, Coaches, Berater und Trainer suchst und ein Umfeld suchst von Menschen, die diese Fähigkeiten, die Kompetenzen schon haben, die du abgucken kannst, die du lernen kannst. Was ist nun der fünfte Punkt? Nun, der steht für R, der steht für deinen guten Ruf, der steht für deine Reputation. Was meine ich damit? Wenn dich Menschen kennen, wenn du eröffnest, wenn du Vorträge halten willst, wenn du anfängst Werbung, Marketing zu machen, Social Media Marketing, Content Marketing, nun, da kannst du vielleicht Menschen erreichen, aber wenn du nur langweilig bist, wenn du nicht als Experte bekannt bist, wenn du dich nicht klar positioniert hast, nun, wer wird dich dann weiterempfehlen, wer wird dir Aufträge erteilen? Deshalb einer der wichtigen Punkte ist, dass du auch heute darüber nachdenkst, wer du bist, wer du bekannt bist bei anderen, dass du mal googelst, deinen Namen googelst. Und da sollte dann nicht stehen, er wurde erwischt beim Demonstrieren, beim Steineschmeißen und ist vorbestraft. Also bring deine Reputation, bring deinen Ruf in Ordnung und sorge dafür, dass andere Menschen über dich auch gut berichten. Ob das nun wirtschaftliche Projekte sind, ob das gemeinnützige Projekte sind, ob du irgendwo Präsident warst, gespendet hast, Charity-Veranstaltungen gemacht hast. Also mach dir Gedanken um deine Reputation. Nun, was ist nun der nächste Punkt? Der vierte Punkt. Beim vierten Punkt geht es um deine Beziehung. Aber hiermit ist nicht nur die Qualität der Beziehung gemeint. Viele sagen ja, ich habe nicht so viel Zeit für Freunde, ich habe 3 gute Freunde und das reicht mir aus. Gut, dann hast du vielleicht eine gute Qualität. Aber als Unternehmer brauchst du auch Quantität. Denn wenn du das beste Produkt der Welt hast, wenn du sagst, hey, ich habe hier eine Methode, die hat kein anderer und hast super viele Alleinstellungsmerkmale und hast dir auch klar deiner Reputation und deiner Positionierung festgelegt, aber dich kennt keiner, dann wirst du feststellen, dass wenn du einen Laden öffnest, dass nicht so viele Leute vorbeikommen. Du wirst feststellen, wenn du Dienstleister bist, dass zu Hause auf der Couch sitzend oder in deinem Homeoffice wenig Menschen vorbeikommen. Du brauchst also Beziehung und du brauchst eine stetig steigende Reichweite. Nun, was kannst du hier machen? Gewöhn dir einfach an, dich für Menschen mehr zu interessieren als für dich selbst. Gewöhn dir an, nicht nur Visitenkarten zu verteilen, sondern mitzunehmen und heute nach der neuen Datenschutzgrundverordnung auch die Erlaubnis einzuholen, dass du die auf ewiglich auch benachrichtigen darfst, dass du dich in Erinnerung bringen kannst, dass du nicht in Vergessenheit gerätst. Also deine Reichweite, die Summe deiner Beziehung, die Quantität, aber natürlich auch deine Qualität. Kommen wir nun zum dritten Punkt bei diesen wichtigen Ressourcen. Der englische Begriff Mindset oder vielleicht auch deine Haltung ist hiermit gemeint. Das heißt, wie denkst du zu dir selbst? Wie denkst du zu anderen Menschen? Wie denkst du über deine Zukunft nach? Also wie ist deine Einstellung, wie ist deine Offenheit? Bist du ein fröhlicher Mensch oder bist du ein Negaholiker? Also findest du immer die Probleme zu allen Lösungen und weißt genau, worum etwas nicht geht. Deine Aufgabe ist es ja, wenn du an den Markt herantrittst, dass du die Probleme anderer Leute löst und nicht noch mehr Probleme schaffst. Und wenn deine Geisteshaltung nur auf die Probleme und Schwierigkeiten ausgerichtet ist, nun, dann wirst du nicht besonders attraktiv sein. Du wirst nicht sonderlich motiviert und auch nicht erfolgreich sein, weil die Menschen keine Lust haben, dich weiterzuempfehlen. Die Herausforderung ist, dass unsere Schulsysteme, meistens auch die Elternhäuser, eher Menschen erschaffen, die genau wissen, warum etwas nicht geht. Die Probleme sehen. Und hier ist wichtig in deinem Mindset, dass du ein lösungsorientierter, ein lösungsfokussierter Mensch bist, der Probleme löst. Hier kann ein Coaching helfen. Hier kann Intervision helfen, das heißt, du setzt dich mit anderen Gleichgesinnten zusammen. Hier können Erfolgsteams helfen. Hier können einfach auch Seminare und Wochenendtrainings
helfen, die dir Feedback geben und die helfen, an deiner Geisteshaltung, an deinen Glaubenssätzen, an deinen Werten und Erfahrungen zu arbeiten, sodass für dich im Vordergrund steht, anderen Menschen zu dienen und dass du auch weißt, du kannst es. Nun, was ist der vorletzte Punkt? Das ist ein Punkt, den die meisten Menschen sträflich vernachlässigen. Denn wie viel hast du bei deiner Geburt für deinen Organismus, der gesund war, an Geld bezahlt? Nun, ich nehme an, du hast für deine Gesundheit nichts bezahlt im Krankenhaus, so 1,7 Millionen am Krankenhaus kurz mal unterzeichnet. Auch deine Mutter hat das nicht gemacht. Du hast deine Gesundheit geschenkt bekommen. Und wie geht ein Mensch damit um, wenn er etwas geschenkt bekommen hat? Nur meistens sehr sträflich. Und als Unternehmer kannst du es dir kaum leisten, in den ersten Jahren 3, 4, 5 Wochen krank zu sein, im Jahr, im Monat. Als Unternehmer kannst du es nicht leisten, auszufallen. Bei mir kostet ein Tag Arbeitsausfall ca. 1000 Euro, die dann fehlen als fakturierbare Leistung beispielsweise. Und auch später, wenn du die Ziele erreicht hast, die du gesetzt hast und du möchtest endlich die Früchte deiner Arbeit genießen und da ist er da, der Herzinfarkt mit 50 oder 60 und du hast einen Schlaganfall, dann wirst du wenig davon haben von der Arbeit, die du heute oder in den nächsten Monaten und Jahren machst. Also ist hier erforderlich, dass du dir einen Plan machst, diese Ressource Gesundheit fit zu halten mit Leistungs-, mit Fitness, mit Trainings-, mit Ernährungsplänen, mit Regenerationsplänen, mit Vorsorge, mit dem Check für deine Gesundheit. Also hier kannst du ohne Ende optimieren, dass du gesund und fit bleibst. Ich wünsche dir, dass du von Woche zu Woche fitter wirst. Kommen wir zum letzten Punkt. Der letzte Punkt war bei mir, als ich mich selbstständig gemacht hatte. Ich hatte eine Angestellten-Tätigkeit, klar. Ich hatte aber Vereinszugehörigkeit. Ich habe dreimal die Woche trainiert, am Wochenende Wettkampf, war in der Band, habe Musik gemacht, dann Konzert, war hier mit Freunden unterwegs, da Party, habe mich am Wochenende erholt, damit ich am besten Montag dann wieder 5 Tage arbeiten kann. Facto, mein Terminkalender war voll. Die wichtigste Ressource, die du brauchst, ist, dass deine 168 Stunden abzüglich natürlich der Zeit für deine Gesundheit und für deine Beziehung, dass möglichst viel auch übrig bleibt, um zu lernen und um anderen zu dienen. Also dein Unternehmen vorzubereiten, zu entwickeln, zu starten und dann in den Erfolg zu führen. Ja, wenn du das alles jetzt siehst, dann merkst du, dass hier wesentlich mehr Faktoren wichtiger sind als Geld, die noch lange vor dem Geld stehen. Und die gute Nachricht ist, dieses Thema Geld, da gibt es inzwischen Förderprogramme und viele Einrichtungen, öffentliche Programme, Crowdfunding, Beteiligungsgesellschaften, Investoren, Business Angels, in deinem Freundeskreis Menschen, die an dich glauben, dir Geld geben, sodass du heutzutage als Gründer Kapital bekommst, bis zu 25 Millionen Euro für dein Vorhaben. Also, wenn du dich richtig vorbereiten willst, hast du jetzt auf einer Skala von 1 bis 10 alle anderen 6 Themen vielleicht skaliert, bewertet und du hast vielleicht deinen Engpass gefunden, den es gilt, zu lösen, zu erweitern. Ich lade dich ein, dass du deine skalierende Bewertung von dir selbst auf einer Skala von 1 bis 10 jetzt genau anguckst und die Engpässe definierst und die Hilfe suchst, diese hochzufahren auf 10. Von daher wünsche ich dir an dieser Stelle viel Erfolg, dass du deine Ressourcen, die wirklich wichtigen Ressourcen, nach oben fährst. Und können wir dir dabei helfen, so tun wir es gerne. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.